Ja, Herr Vogel, das Thema unserer zweiten Ausgabe der Zeitschrift Indes lautet Utopien. Und könnten Sie vielleicht zu Beginn ganz kurz umreißen, was für Sie der Begriff Utopie bedeutet? Er spielt ja in Ihrem Buch dann auch eine hervorgehobene Rolle. Utopie bedeutet für mich in zweierlei Hinsicht etwas Unerreichbares, nämlich auf der einen Seite, wie der Begriff natürlich sagt, ein Utopos, das heißt ein Nichtort, ein Nirgendwo, wenn man so will. Und zweitens natürlich auch die Geschichte einer Gattung oder auf eine Gattung bezogen, die für uns, glaube ich, auch definitiv vergangen ist. Wir leben also in einer, wie soll man sagen, Kultur der Überallorte, in denen Nichtorte im Grunde kaum mehr imaginierbar sind. Es ist ja praktisch zu so einem Allgemeinplatz geworden, dass man Kritikern des Kapitalismus Weltfremdheit und Utopismus vorwirft. Und in gewisser Weise erwähnen Sie ja in Ihrem Buch Das Gespenst des Kapitals diesen Vorwurf gegen die Wirtschaftswissenschaften selber. Und dabei legen Sie ja die utopischen Aspekte der Idylle des Markts, so heißen ja auch zwei Abschnitte in Ihrem Buch, die legen Sie ja dort offen. Und deswegen die Frage, ist also der Markt selbst eine Utopie? Und wenn ja, was macht ihn in Ihren Augen? Oder was macht diese Utopie in Ihren Augen aus? Ich würde vielleicht nicht sagen, dass er ganz unmittelbar in das Register der Utopie passt. Aber zunächst mal ist der Begriff des Markts und was man mit dem Markt verbindet, die Mechanismen, die man damit verbindet, eine Abstraktion. Und diese Abstraktion hat zwei Seiten. Auf der einen Seite, spätestens seit dem 18. Jahrhundert, ist der Markt mit einer elementaren Hoffnungsfigur verbunden, nämlich mit der Hoffnungsfigur, über die Institution des Marktes die bürgerliche Gesellschaft selbst zu institutionalisieren. Das heißt also, eine Art Selbsteinrichtung der bürgerlichen Gesellschaft am Leitfaden des Markts zu betreiben. Bei Adam Smith ist das ganz elementar. Das heißt also, über den Markt wird etwas hergestellt wie Individualität, Freiheit, die Minimierung von feudalen Abhängigkeiten, bürgerliche Emanzipation überhaupt. Das ist eine Hoffnungsfigur, die, glaube ich, auch sehr weit reicht. Die kann man selbst bei Karl Marx noch nachvollziehen, der eben sagt, der Markt, damit verbunden das Bürgertum, nicht zuletzt das kapitalistische Bürgertum, ist ein wesentlicher Träger im Grunde der Vernichtung des Stehenden und des Ständigen. Also der Stände und der Bindungen der verschiedenen Abhängigkeiten. Also, wenn man so will, ein Modernisierungsmotor. Das ist die Hoffnungsfigur des Marktes. Es gibt aber eine andere Seite noch, die würde ich wahrscheinlich eine Idealabstraktion nennen. Eine Idealabstraktion, die darin besteht, dass man zunächst einmal, ein erster Aspekt davon, den Markt als etwas begreift, der das hinter dem Rücken der Individuen, hinter dem Rücken der Mitspieler und Akteure Zwecke hervortreibt, die dem Wohl des Ganzen dienen. Also der Markt ist eine Art Transformationsidee, in dem mit der widerstrebende, wenn man so will, auch chaotische Elemente zu einer, wenn man so will, auch nicht gewollten Zwecksetzung kommen. Damit ist zweitens verbunden, das gehört auch in das Register dieser Abstraktion, dass der Markt seit dem 18. Jahrhundert in allen Markttheorien Gesetzmäßigkeiten folgt, die quasi naturgesetzlich sind. Im 18. Jahrhundert war es die newtonsche Physik, im 19. Jahrhundert ist es eher das Muster der Thermodynamik, im 20., 21. Jahrhundert ist es die Stochastik. Aber das heißt, es gibt Gesetzmäßigkeiten und diese Gesetzmäßigkeiten implizieren gewisse Gleichgewichtsmodelle. Also Markt ist etwas, was zum Gleichgewicht tendiert und einen gewissen Physikalismus repräsentiert. Dazu gehört drittens dann ganz wesentlich, dass der Markt damit auch eine soziale Ordnungsfigur darstellt, eine Ordnungsfigur, von der man behaupten kann, dass sie so etwas wie irdische Providenz repräsentiert. Also der Markt holt einstmals göttliche Übersichten auf die Erde herab und erzeugt Vorhersehbarkeit, Vorsehung im weitesten Sinne. Und in letzter Konsequenz, und das wäre vielleicht der vierte Aspekt verbunden mit dieser Idealabstraktion, hat seit dem 18. Jahrhundert der Markt immer auch einen moralphilosophischen Vorzug, der darin besteht, dass, wenn man nur die Gesetze des Markts kennt, das Verhalten nach diesen Gesetzen auszurichten, ist gewissermaßen die Maxime des eigenen Verhaltens, an die Marktgesetze anzupassen und damit eben auch im Grunde sich im Bereich einer distributiven Gerechtigkeit in letzter Konsequenz bewegt. Okay. Herr Vogel, Sie bezeichnen die Wirtschaftswissenschaften in Ihrem Buch als Glaubenslehre unserer Zeit. Was meinen Sie damit und vor allem, wie hat denn eigentlich die Wirtschaftswissenschaft auf Ihr Buch reagiert?
Also mit Glaubenslehre unserer Zeit meine ich einen Sachverhalt, der übrigens auch von Ordoliberalen konstatiert wurde. Also Alexander Rüstow beispielsweise spricht von der metaphysischen Würde des Liberalismus beispielsweise. Damit meine ich, dass das Marktdenken, ein spezifisches Marktdenken, ein Marktdenken, das nun gewissermaßen sich als Modell für alle möglichen Sozialprozesse begreift, nun ältere Formen der Theodizee geerbt hat. Ich habe diesen Prozess selbst Eukodizee genannt und damit ist nichts anderes gemeint, als dass eine Rechtfertigungsfigur gegeben ist, die, wenn man so will, trotz Pannen im System, trotz Unfällen, trotz Unglücksfällen, trotz Crashs etc. auf die rationale Ordnung exakt dieses Systemgedankens beharrte. Eine ähnliche Figur hat die Theodizee spätestens seit Leibniz beansprucht und Ähnliches, glaube ich, kann man auch in bestimmten Spielarten des Marktradikalismus, wenn man so will, oder Theorien der effizienten Märkte etwa erkennen. Was die Rezeption dessen, was ich geschrieben habe, bei den Wirtschaftswissenschaften angeht, kann ich guten Gewissens behaupten, dass die Rezeption so vielfältig ist wie die Positionen der Wirtschaftswissenschaften selbst. Das heißt also, es gab vehemente Verrisse, es gab verleumderische Referate sozusagen, die aber, wenn man so will, in der Nähe der FDP, in der Nähe der neuen Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, in einer bestimmten Form des Betonliberalismus angesiedelt sind. Und es gab andere Reaktionen, die zum Teil verbindlich, zum Teil zustimmend, zum Teil eben auch bestärkend waren. Und das, glaube ich, kam eher aus Seiten der Wirtschaftswissenschaften, die sich viel deutlicher mit Institutionenökonomie, mit der Frage der politischen Ökonomie, also auf Schwerpunkt politische Ökonomie etc. beschäftigen. Also ich kann sagen, die verhaltenen Reaktionen seitens der Wirtschaftswissenschaften waren im Grunde disparat wie die Dogmatik auf diesem Gebiet selbst.